Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Ich bin schon mal dabei, hier eine Chili klein zu schneiden, weil wir wollen heute uns Bratnudeln machen mit Rindfleisch. Dafür haben wir uns Rindfleisch gekauft, das haben wir hier. Das schmeiße ich aber nicht nachher einfach in die Nudeln rein. Nein, wir machen davon Satéstäbe. Die will ich jetzt gleich erstmal marinieren. Und dann wollen wir uns richtig schön klassisch Bratnudeln dazu machen, die wir uns dann nachher schön hier auf unserem Teppanyaki-Grill machen. Vorab nochmal, ihr müsst nicht so eine Platte haben, um diese Sachen machen zu können. Ne? Also es gibt natürlich auch so ein paar Leute, die haben halt so ein, wie wir vorher, so einen Aufsatz hier einfach für den Herd. Kann man ja auch auf so ein einfaches Zeran-Feld machen oder Induktionsfeld. Man kann das natürlich auch in der Pfanne machen. Ne? Also das Feld soll euch nicht davon abhalten, nur weil ihr jetzt seht, dass ich hier mit so einem Feld arbeite, dass ihr das alle nicht machen könnt. Ihr könnt das alles trotzdem machen. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 100 Male sagen, damit nicht alle Leute sagen, oh, das kann man ja alles nicht mehr machen. Der Frank macht jetzt nur so Sachen, die er alle mit seinem Teppanyaki-Grill macht. Nein, ihr könnt das auch alle entweder mit der Pfanne oder auch mit einer ganz normalen Teppanyaki-Aufsatz oder auch auf so einem Teppanyaki-Grill, was man so auf dem Tisch haben kann, kann man das mit Sicherheit genauso gut machen. Auf dem Grill mit einer Platte drauf geht auch. Man muss nur ein bisschen Fantasie haben, dann sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. So, ich habe jetzt meine Chili hier schon mal klein geschnitten. Die schmeiße ich einfach mal hier unten hier mit rein. Ich glaube, ich mache das heute alles mal hier drin. Nur noch mal zur kleinen Erklärung. Ne? Letztes Mal bin ich da ja schon drauf eingegangen. Ich habe hier ein Frankfurter Brett. Damit kann man, darauf kann man wunderbar arbeiten. Ich habe mir dieses Brett gekauft, damit ihr besser sehen könnt, was ich hier mache. Weil wenn, immer, wenn ich hier an der Seite arbeite, ist es immer blöd zu gucken. So gegenüber ist ja viel schöner. Deshalb habe ich hier auf diesen kleinen Wagen gestellt. Und dann können wir halt hier so schön gegenüber arbeiten. Der Tisch ist mir ein bisschen zu hoch. Wenn ich da oben die ganze Zeit arbeite, dann fange ich an zu rumzuheulen, weil es mir einfach zu hoch ist. Ich tue jetzt hier noch ein paar Soßen rein und dann kommt mein Fleisch da oben drauf. Jetzt kommt aber erstmal unser Vorspann. So, während ihr jetzt unser Intro geguckt habt, habe ich hier schon mal ein bisschen Ketchup, Manis reingetan, ein bisschen Dark Soja Sauce und ein bisschen Sesamöl. Das vermenge ich jetzt hier drin mal so ein bisschen. Mmh, quietscht schön. Und dann tue ich mein Rinderfleisch, das ist alles so in so größeren Stücken, tue ich jetzt hier einfach mal rein und dann kann das hier einfach ein bisschen drin. Ich komme dir entgegen, ich nehme es hier einfach mal raus. Dann werde ich das jetzt hier ein bisschen vermengen, damit das hier richtig schön mit meinen Soßen durchziehen kann, der Chili da so ein bisschen reinzieht. Das gibt dann nachher so ein bisschen Schärfe. So. Jetzt machen wir am besten mal einen Schnitt, weil dann kann ich nämlich kurz Hände waschen gehen. Und schon wieder bin ich dabei, hier die kleinen Chilis runterzuschneiden. Die werde ich jetzt runterschneiden. Dann schneide ich mir gleich noch ein paar Tomaten. Ich habe mir hier so ein paar Cherry-Tomaten gekauft, die ich jetzt hier mit in den Mörser rein tue. Ich mache die nicht so mega klein jetzt, aber so eine sollten schon verhältnismäßig klein sein, damit das nicht ganz so schwierig wird hier gleich beim Zerkleinern. Dann nehme ich mir gleich noch meine Solo-Knoblauch und die kommt dann da auch gleich mit hin. So, Knoblauch eben schnell in Scheiben oder halt so Mörser klein. Auch noch mit rein. Und dann muss das Ganze zerdrückt werden. Ich mache euch mal unten einen Link rein zu so einem Mörser. Wer noch nicht so einen Mörser hat, das ist immer ganz gut, wenn man einen hat, der auch ein bisschen rau von innen ist, dann lässt sich das nämlich ein bisschen leichter zermörsern, zerstoßen, als wenn die so super leicht und innen glatt sind. Ich mache unten einfach mal in die Box einen Link rein, dann könnt ihr euch den ansehen. Ich zerdrück das jetzt und dann melde ich mich gleich wieder.
So, jetzt haben wir da alles drin. Nur noch mal kurz, um es zu wiederholen. Wir haben da jetzt drin Cherry-Tomate, Knoblauch, Zwiebel. Eine halbe rote Zwiebel haben wir da drin und zwei kleine Chilis, genau. Das haben wir jetzt schön runtergemörsert, dachten wir. Haben wir aber. Und das können wir jetzt erstmal zur Seite stellen. So, ich setze uns jetzt mal eben schnell hier das Nudelwasser an. So, das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, da kommt gleich noch ein Deckel drauf, ein bisschen Salz rein. Und wenn das heiß ist, dann kann ich da unseren, wir haben heute fertig mit uns, nein, heute nicht, wir haben gestern, haben wir Lammsuppe gegessen und da hatten wir uns von unserem Asiaten frische Nudeln mitgebracht. Und die nehmen wir heute wieder, super lecker, die werden wir da gleich drin kochen. Ich schneide jetzt mal gerade unsere Karotten in kurze Teile. Und werde die in dünne Streifen schneiden. Die kommen dann nämlich gleich mit rein. So, Karotte habe ich jetzt alles klein geschnitten, habe ich da schon mal liegen. Jetzt schneide ich mir hier noch ein bisschen Frühstückszwiebeln zusammen. Und dann habe ich eigentlich meine Fleißaufgaben für heute soweit durch. Und dann kann ich gleich anfangen und die Sauté-Stäbe vorbereiten. Und dann müssen wir auch langsam mal anfangen, hier was zu braten, weil kommen wir hier überhaupt nicht vorwärts. Und verhungern wir ja bald. So, ich glaube, das reicht auch schon. Ich koche hier schon wieder für die ganze Fußballmannschaft. So, wunderbar. So, dann machen wir jetzt die Sauté-Stäbe. So, ich steche mir jetzt hier schön mein Fleisch auf so einen Spieß. Davon mache ich jetzt 4 Stück, für jeden 2. So, jetzt habe ich ein bisschen Sesamöl. Das mache ich mir hier hinten auf meine Platte. Da kommen jetzt meine Karotten drauf. Ich glaube, ich mache gar nicht alle. Ich glaube, das reicht für uns 2. Die brauchen ja verhältnismäßig lange im Vergleich zu den anderen Sachen. Und vorne tue ich mir jetzt ein bisschen Reisöl drauf. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Deshalb ist es auch noch nicht offen. Haben wir uns gerade gestern mal mitgebracht aus dem Shop. Soll ja ein Öl sein, was super heiß werden kann und erst spät anfängt zu verdampfen. Dann wollen wir doch mal checken, wie gut das wirklich ist. So, dann tue ich da mal meine Sauté-Stäbe drauf. Jo, heiß ist es. Das sieht doch klasse aus. Sehr schön. So, ein bisschen Zucker über die Karotten. Aber das ist ja auch alles nichts Neues mehr für euch. Das kennt ihr ja alle schon. Das mache ich ja immer so. Jetzt tue ich dann mal eben meine Glocke drüber. Und dann können die mal so ein bisschen angaren. So, die Karotten sind fertig. Die tue ich jetzt hier raus, nehme ich mir weg, tue die in eine separate Schale. Mein Sauté ist da wunderbar am Köcheln. Das müssen wir halt ein bisschen mal umdrehen hier. Sehr gut. Klasse. Jetzt tue ich mal eben schnell meine Nudeln hier ins Wasser. So, unser klein gestößeltes Gemüse braten wir jetzt hier so ein bisschen an.
Unser Saté ist bald fertig, würde ich sagen. So, dann tun wir uns jetzt schön unsere Nudeln hier oben drüber und können das jetzt wunderbar vermengen. Das ist doch geil. So, jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis hier die Flüssigkeit verdampft ist. Und dann geht das gleich weiter. So, dann gebe ich jetzt noch ein bisschen Ei hier rein. Zwei Stück. So, wir sind jetzt schön, haben hier schön das Ei drin. Vermengen das schön. Dann kommt jetzt noch mein Karotte da drauf. Die müssen natürlich auch schön verteilt werden noch. Und zu guter Letzt tun wir dann da gleich noch ein bisschen Grün drauf. Sieht richtig gut aus. Ja. So, jetzt noch die Frühstückszwiebel oben drauf. Die werden jetzt hier auch noch ein bisschen mit reingearbeitet. Dann sind wir gleich fertig, genau. So, dann gibt es jetzt mal eine schöne Portion Nudeln. Das sieht doch schon mal richtig schön geil aus. So, noch ein bisschen Grünzeug hier oben drauf. Ja, klasse. So. Und noch zwei Saté-Stäbe dazu. So, dann tun wir das hier mal rüber. Was hältst du davon, wenn wir da noch ein bisschen Mayonnaise drauf tun? Oh ja, sehr gerne. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Teriyaki-Sauce drauf. Geil. Und dann gibt es jetzt ein bisschen japanische Mayonnaise. Ready. Sieht das nicht geil aus? Sehr toll. Ja, glaube ich auch. So, ich hoffe, euch hat dieses kurze, schnelle Rezept gefallen. Solltet ihr Fragen dazu haben, einfach unten reinschreiben. Ich beantworte euch das gerne. Wie gesagt, ich schreibe unten halt den Link rein. Und ja, dann solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns bitte und tschüss sagen. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.